Roger Federer ist erfolgreich in das ATP World Tour -500 Turnier in Basel gestartet. Der Lokalmatador und achtfache Titelträger schlug Filip Krajinovic nach einer Schwächephase in Durchgang 2 doch noch in 3 Sätzen. Schwieriger erster Auftritt Roger Federer bei seinem Heimturnier in Basel, der Schweizer in der St. Jakobshalle schon 8-mal erfolgreich, hatte mit Filip Krajinovic einige Mühe, siegte aber nach mehr als 2 Stunden Spielzeit mit 6:2, 4:6 und 6:4. Federer wackelte zu Beginn zwar kurze, musste im 4. Spiel 2 Breakbälle abwehren. Der Maestro konterte aber erfolgreich, holte sich seinerseits den Aufschlag von Krajinovic zum 3:2. Und gleich den nächsten zum 5:2. Nach exakt einer halben Stunde servierte Federer zum Satzgewinn aus. Federer schwächelt in Satz 2 im zweiten Akt, legte der 37-jährige Federer gleich wieder mit einem Break los, mit einem Vorhand-Return, dem Krajinovic nur anerkennend hinterher schauen konnte. Wie aus dem Nichts gelang dem Serben der Ausgleich zum 3:3. Und plötzlich wackelte Federer, gab auch sein nächstes Aufschlagspiel ab, schaffte aber doch noch ein Rebreak, verkürzte auf 4:5. Zu diesem Zeitpunkt allerdings lag Federers Prozentsatz der ersten Aufschläge unter 40, ein Umstand, den auch ein 20-facher Major-Sieger nicht problemlos wegsteckt. Die Folge? Nach 1:13 holte sich Krajinovic mit 6:4, auch in der Entscheidung legte Federer ein frühes Break vor und konnte dieses mit Mühe bestätigen. Krajinovic hatte 3 Möglichkeiten zum Comeback, schaffte den Ausgleich zum 3:3 nicht. Das folgende Spiel dauerte länger als 10 Minuten, es brachte mit dem zweiten Break Federers zum 5:2 die Entscheidung. Auch wenn Krajinovic noch einmal zu einem Rebreak kam. Nach 2:07 vergab Federer mit einer schwachen Rückhand seinen ersten Matchball, den nächste aber nutzte der Rekordsieger zum Einzug in Runde 2. Dort trifft Roger Federer nun auf Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner schlug John Millman aus Australien in 2 Sätzen. Hier das Einzeltableau in Basel. Werbung, Werbung.